Hallo, schön, dass Sie sich diesen Beitrag anschauen. Wenn er Ihnen gefällt, mehr davon und täglich auf cashkurs.com. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum neuen Handelstag, dem letzten der Woche. Und der startet mit sehr, sehr starken Kursen. Der Dienstag hat die Trendwende gebracht, aber dazu gleich mehr. Zunächst zum aktuellen Kurs 9.860, der Kurs 9.900, die Begrenzung angestoßen. Das ist inzwischen der langfristige Aufwärtstrendkanal von 2011. Den müsste man dringend überbieten, um hier wieder in das Bullengewässer zu geraten. Dann 10.000, 10.050, das wäre die Hochpunkte und vor allem der Aufwärtskanal von Oktober bis Dezember. Dann würden 10.400 als nächstes anstehen. Aber im ersten geht es darum, die 9.900 nach oben zu nehmen. Wie gesagt, 9.850, aktuell 9.540 wäre dann die nächste größere Unterstützung, die bekannte 200-Tage-Linie. Am Dienstag, ich habe es schon angesprochen, war der entscheidende Tag. Es war ein unglaublich bewegter Tag, der die Entscheidung zumindest kurzfristig gebracht hat. Erst ging es 170 Punkte nach unten und zu diesem Zeitpunkt war der Markt sehr, sehr angezählt und es war eine große Gefahr für die Bullen. Es war absolut ein Matchball für die Bären gewesen und es hat an diesem Tag ein heftiger Kampf zwischen Bullen und Bären stattgefunden, der dann am Ende auf das Messers Schneide für die Bullen entschieden wurde. 170 Punkte, wie gesagt, ging es zunächst nach unten, danach 220 Punkte nach oben, wieder 220 Punkte nach unten und dann 350 Punkte nach oben. Dann war den Bären zumindest für diese Woche das Genick gebrochen. Da haben ganz, ganz starke Hände, haben da aktiv eingegriffen in den Markt und einen Einbruch des Marktes verhindert, mit sehr, sehr viel Engagement den Markt nach oben gezogen. Ob das eine nachhaltige Sache ist, dass man den Kurs nicht unterkommen lassen will, ob das zum Window Dressing des Jahresende gehört oder nur zum Hexensabbat, den wir heute feiern, nämlich dem großen letzten Verfallstag des Jahres, das ist vollkommen offen. Ich kann es nicht beurteilen. Auf jeden Fall war dieser große Machtkampf zwischen Bullen und Bären, den man selten in dieser Dimension, dieser Schönheit in Anführungszeichen sieht, wie am Dienstag, ausschlaggebend für die weitere Kursentwicklung der letzten Tage, inklusive der heutigen. Das ist noch keine Vorentscheidung für die langfristige Trendwende. Das entscheidet sich jetzt erst dann zum Ende des Jahres hin und auch an diesen Marken, die wir gerade genannt haben. Aber vor allem eben dann, wie es in den Januar hineingeht. Denn das hatten wir schon öfter gesehen, dass es da doch zu heftigeren Bewegungen kommt. Die Erzeugerpreise für Deutschland kamen rein heute Morgen minus 0,9% gegenüber dem Vorjahr. Spricht nicht für eine blühende Wirtschaft. Natürlich auch die Energiepreise tun hier ihr Übriges, hier diese Preise zu drücken. Und auch die Abkühlung der Konjunktur natürlich gehört dazu. Griechenland, ein neuer Aufschub für die griechischen Schulden. Für das, was Griechenland liefern muss. Griechenland beantragte diesen Aufschub bereits am 8. Dezember und gleichzeitig neue Kreditlinien. Den deutschen Abgeordneten, denen wurde dieses Thema erst eine Woche später am Montagabend vorgelegt und mussten das dann binnen 3 Tagen durchwinken. Mit großer Mehrheit, wahrscheinlich werden es die meisten wieder gar nicht gelesen haben in der Kürze der Zeit. So macht man Politik in Deutschland. Das Kabinett, er hat nur Funktion des Abnickens. Es sind am Ende, sind es oben 2 Handvoll Leute, die entscheiden, was die Republik macht. Ob das noch Demokratie ist oder wie man das sonst nennt, sei dahingestellt. Uralkali, kommen wir kurz zu den Unternehmen. Im dritten Quartal die Förderung um 19% gesteigert. Den Umsatz allerdings nur um 5%. Die schwächeren Kalipreise haben da ihres dazu beigetragen. Ein Grubenunglück gab es im November in Solikamsk. 2, das ist eine große Mine für Uralkali, dort werden 18% der Gesamtproduktion hergestellt und dort gab es zu einem Einbruch des Stollens und Wassereinbruch und das sieht dann so aus, das sieht man hinterher, ein 30 bis 40 Meter Durchmesser fassendes Loch, außenrum sind noch ein paar Datschen, die sind damit abgesoffen und da unten ist ein riesiges Loch, das sich durchaus über dieses Areal hier weiter hinausstreckt und da ist die Messe auch noch nicht gelesen. Wann das wieder an den Start geht, vollkommen offen und inwiefern andere in der Nähe liegende Minen davon betroffen werden, auch das ist noch nicht klar. Für Kali und Salz hieß es damals Mitte November, gab es einen Kursschub, einen kleinen, wenn auch ein paar Prozent ging es nach oben, weil der Konkurrent hier in Schwierigkeiten ist. Air France KLM senkt erneut die Prognose zum 3. Mal in diesem Jahr und das trotz des gesunkenen Ölpreises. Ja, das zeigt uns einmal mehr Finger weg von den Luftfahrtunternehmen, von den Luftfahrtaktien.
Nikes Gewinn im dritten Quartal hat positiv überrascht, 74 Cent pro Aktie statt erwarteter 70 Cent, aber die Aktie, also stark das Unternehmen ist, so teuer ist die Aktie und nach meiner Kalkulation etwa 100% überbewertet, also eine Halbierung des Kurses, dann kann man auch Nike gut kaufen. BYD hat gezeigt, wie schnell das geht. Kurseinbruch von 50%, keiner weiß so recht wieso, angeblich soll Warren Buffett wieder aussteigen aus BYD. Nun, die Aktie ist mir schon lange suspekt und habe mich da auch ferngehalten. Entsprechend ist das dann doch nicht so wahnsinnig überraschend, wenn dann bei diesen chinesischen Aktien was verrutscht, da weiß man nie, was als nächstes um die Ecke kommt. Da haben wir schon zu viele Überraschungen gesehen, als dass ich da noch jemandem über den Weg traue. Oracle, starkes Geschäft mit der Cloud. Hier geht es mächtig zur Sache. Dieses Cloud-Geschäft ist ein großes Thema. Wir hatten es ja mit IBM gestern, hatte ich Ihnen die Analyse hier zur Verfügung gestellt, auch erwähnt. In diesem Umfeld Oracle auf den höchsten Stand seit 2000 geklettert. Allerdings die Aktie, so stark sie ist, sie gehört noch zu den relativ günstigen der guten Unternehmen, aber setzt Oracle mindestens 15% zu teuer. Gazprom, das ist ein Unternehmen, das man sich durchaus mal anschauen kann. Jetzt fragt man sich mal mit, mal wissen, wieso Gazprom, das ist doch mit den Russen. Ja, aber das Unternehmen muss man sich trotzdem mal näher anschauen. Erstens könnte sich das ja irgendwann auch mal wieder beruhigen mit Russland. Ganz egal, was da kommt, ob dann Gazprom verschwindet vom Markt, das sei dahingestellt, das glaube ich nicht. Die Bilanz von Gazprom, die sieht sehr, sehr gut aus. Ein unglaublich starkes Unternehmen. Kurs-Gewinn-Verhältnis momentan von gerade mal 2. Ich weiß nicht, welche Aktie das sonst aufwerten kann. Buchwert 0,2. Das bedeutet, Sie bekommen das Unternehmen momentan zu einem Fünftel seines des Wertes seiner Anlagen. Also auch das sehr, sehr seltene Situation. Die Einnahmen, was übrigens den Rubeleinbruch angeht, die Einnahmen erzielt Gazprom zu größten Teilen in US-Dollar, Euro und anderen Währungen, weil man das Gas exportiert. Gleichzeitig hat man die eigenen Kosten in Rubel, und zwar 90% der Kosten in Rubel vor Ort. Der Rubel schmiert ab. Die Einnahmen werden immer wertvoller im Vergleich dazu. Das heißt, die Bilanzen für Gazprom werden dadurch sicherlich nicht schlechter. Gut, bleibt die Frage, inwiefern wird der Westen weniger Gas von Gazprom beziehen. Man hat gegengesteuert und Gazprom hat ja 400 Milliarden Dollar Geschäfte mit China abgeschlossen, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Also durchaus interessante Spekulation, vollkommen klar. Es sind große Unsicherheiten. Die Frage, was ist in der politischen Situation? 38% von Gazprom gehören dem russischen Staat. Auch das nicht zu verachten. Also von daher, Gazprom ist durchaus interessant sich anzuschauen. Das Chance-Risiko-Verhältnis ist ausgesprochen interessant. Ob das natürlich große Risiken dabei sind, Unwägbarkeiten der politischen Bereiche, darüber sind wir uns vollkommen einig. Das ist nichts so für jemanden, der sehr, sehr ruhig schlafen will. Aber wer gewisse Risiken bereit ist einzugehen, hat hier ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Wie gesagt, Dividendenrendite liegt, wenn ich es richtig erinnere, so um die 5,5%. Aber das ist ein bisschen problematisch aufgrund des Rubelkurses, der sich hier stark verändert. Also heißer Ritt. Aber wenn sich das mit Russland in den nächsten 2-3 Jahren vielleicht wieder beruhigt, dann wäre es doch interessant. Und kommt es zur großen Katastrophe, dann müssen wir uns, glaube ich, über den Kurs von Gazprom auch keine Gedanken mehr machen. Das EU-Parlament erlässt, wo wir gerade bei dem Thema sind, hier neue Sanktionen gegen die Krim. Kreuzfahrtschiffe aus Europa dürfen dort nicht mehr anlegen. Europäische Firmen dürfen dort keine Immobilien kaufen. Firmen auf der Krim dürfen nicht gekauft werden. Es geht also auch hier diesbezüglich munter weiter. Merkel und Tusk sind hier die großen Treiber. Der polnische Präsident und Merkel sind die Treiber. Hollande, der dämpft ein bisschen. Also das ist das Weimarer Dreieck. Merkel, Tusk, Hollande, Deutschland, Holland und Polen. Was übrigens Brzezinski schon vor Jahren als sehr hilfreich angesehen hat, dieses Weimarer Dreieck zu schaffen. Deutschland als die führende Macht in Europa, die im Sinne der Amerikaner das tut, was die gerne hätten. Und auf der anderen Seite die Polen und die Franzosen, um Deutschland in Schach zu halten, dass die nicht zu übermütig werden. Die Polen, die dann mehr die Interessen der neuen Länder in Osteuropa vertreten, die der Europäischen Union und der NATO beitreten sollen. Und Hollande, der die andere Seite, die französischen und westlichen Interessen vertritt, sodass man damit Deutschland austariert. Dieses Weimarer Dreieck ist sehr im Interesse der Amerikaner, einen stabilen Stellvertreter hier in Europa zu haben, Deutschland, der gleichzeitig sich von Polen und Holland ein bisschen einfangen und kontrollieren lässt. Und haben wir ja auch wunderbar gemacht.
Das EU-Parlament hat derweil ein Assoziierungsabkommen mit Georgien unterzeichnet. Und das ist natürlich ganz im Wesentlichen auch zu sehen mit der Erweiterung der NATO Richtung Osten, mit den Erweiterungen der Interessen des Westens im ganz großen Rahmen mal des Westens Richtung Osten. Also das Aufbrechen dieses Flaschenkorkens Georgien, Aserbaidschan, Baku, das Kaspische Meer, um an die Gasvorkommen, Ölvorkommen, die großen Energievorkommen in Zentralasien zu kommen. Wir hatten schon oft darüber gesprochen, das ist der große entscheidende Schauplatz der nächsten 20 Jahre, Zentralasien, riesige Energievorkommen, und von Norden will Russland daran, von Osten her China, von Süden der Iran, vom Westen her die Türkei möchte die Turkvölker, Türkei und Turkmenistan wieder aneinander bringen. Jeder der großen Spieler der Region will an diese Region Zentralasien. Ja, die Amerikaner, denen hat es überhaupt nicht gefallen, dass sie da nicht mitspielen. Man hatte dort keinen Zugang, man hatte versucht, über Afghanistan die Pipelines durchzuziehen. Das hat nur bedingt funktioniert, aber jetzt hat das funktioniert, den Flaschenhals Georgien, Aserbaidschan aufzubohren und hier jetzt über diese Pipelines vom Kaspischen Meer, über Aserbaidschan, Georgien und dann Schwarzes Meer bzw. Türkei dann nach Europa. Und das ist das genau, was momentan passiert. Die russische Pipeline dort unten, South Stream, von der EU boykottiert, parallel dazu die TAP und die Pipeline, die dann diesen Bereich an Europa anschließen wird, die wird vorangetrieben. Also es läuft alles wie auf Schienen in diese Richtung. Beobachten Sie bitte die Meldungen diesbezüglich immer weiter. Das Ganze hat einen sehr, sehr großen Fahrplan. Und wenn man sich diese Puzzlesteine zusammensetzt, dann wird es ein sehr, sehr klares Bild, was da zum Vorschein kommt. Die Ukraine, Poroschenko bringt einen Gesetzentwurf zur Aufhebung der Blockfreiheit ein. Janukowitsch hatte diese noch eingeführt. Übrigens ganz interessant, Blockfreiheit. Janukowitsch wollte eben nicht sich Russland anschließen. Er wollte sich nicht der EU anschließen. Er wollte blockfrei bleiben. Er wollte der Schlüsselstaat zwischen dem Westen und dem Osten sein, verbindendes Glied, das mit beiden zusammenarbeitet und davon auch profitiert. Und das hat weder Russland noch der Westen akzeptiert. Deshalb musste Janukowitsch weg. Jetzt ist Poroschenko da, der ganz klar diese Blockfreiheit aufhebt, sich voll auf den Westen konzentriert, um die Gefahr der Eskalation mit Russland. Und als nächstes kommt die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Wie weit Russland das akzeptieren wird, dass die Raketen noch 150 Kilometer, die Atomraketen 150 Kilometer von Moskau entfernt stehen, mit wenigen Minuten Vorwarnzeit, sei dahingestellt. Wir erinnern an die Kuba-Krise, die hat auch damit begonnen, dass die Amerikaner Atomraketen der Türkei stationiert haben, in enger Schlagdistanz zu Moskau. Und daraufhin Moskau die Raketen auf Kuba stationiert hat als Gegengewicht. Und die Abkommen sahen dann vor, dass man beiderseits die Raketen zurückzieht, Moskau die Raketen aus Kuba und Amerika die Raketen aus der Türkei. Nur in unserer Mediendarstellung findet das Thema der amerikanischen Raketen, die parallel aus der Türkei abgezogen worden sind, selten Widerhall. Da sieht man den bösen Russen, der auf Kuba stationiert hat und den man dann besiegt hat. Nun, ganz so war es ja nun doch nicht. EU-Gipfel. Der will das TTIP-Abkommen, die TTIP-Verhandlungen bis 2015 endgültig abschließen. Das geht sehr, sehr schnell. Und die Fragen nach Investorenschutz, die sind noch immer nicht geklärt. Man hört hinter den Kulissen, dass der wohl nicht kommen soll, aber offiziell ist da noch gar nichts von. Investorenschutz heißt, dass die Unternehmen die jeweiligen Staaten vor privaten Gerichten, wenn man so möchte, verklagen kann, außerhalb des Rechtssystems auf Milliardenzahlungen, die dann im stillen Kämmerlein ausgekummelt werden. Also eine Gerichtsbarkeit außerhalb des Rechtssystems. Wo es das noch mit Demokratie zu tun hat, das möchte mir jemand bitte erklären. Dass damit die Absenkung des Verbraucherschutzes auf beiden Seiten des Atlantiks einhergeht, ich glaube, darüber sind wir uns auch einig. Völlig unterschiedliche Zulassungsbedingungen auf beiden Seiten, die sprechen übrigens. Hier muss man erstmal nachweisen, dass was nicht schädlich ist. In Amerika bringt man es erstmal auf die Strecke und wenn es dann Schaden anrichtet, gibt es Milliardenzahlungen. Also ich lasse in Amerika was zu, was große Schäden verursachen könnte, aber ich bringe es gar nicht erst auf den Markt. Von daher, ich darf es dort zwar dann offiziell auf den Markt bringen, tue es aber gar nicht, weil damit kann ich vor Ort auch nichts anstellen. Stattdessen sage ich in Europa, guck mal, in Amerika habe ich mir das genehmigen lassen, also müsst ihr das auch genehmigen. Und wenn es dann in Europa zu Schäden kommt, ja, dann kriege ich hier halt eine kleine Strafe, weil hier gibt es keine Milliardenklagen, sondern eben immer nur Kleingeld, weil wir hier eigentlich bisher im Vorfeld geprüft haben, ob was giftig ist oder nicht, bevor wir es auf den Markt gelassen haben. So kleines Spielchen, das als ganz am Rande mal so eine Anmerkung. Dieser Vertrag, dieser TTIP soll vor allem unkündbar sein auf alle Zeiten und diese Frage, die muss man ganz besonders laut stellen.
Inwiefern ist es überhaupt vertretbar, aus Sicht der Vertreter unserer Bürger hier, ein Abkommen mit den USA zu schließen, das auf alle Zeiten unkündbar ist, mit einem Partner, der sich keinem internationalen Gericht beugt? Vor welchem Gericht soll man denn die USA verklagen, wenn sie sich da nicht dran halten? Aber wir könnten dieses Abkommen nicht kündigen, sondern müssten weiter dazu stehen. Ob man dieses Risiko eingehen soll, das muss jeder für sich entscheiden. Ich für meinen Teil habe das getan. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag, ein wunderschönes, besinnliches, friedliches Wochenende. Machen Sie es gut und bis nächste Woche.